Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute ist ein sehr aufregender Tag, denn ich versuche von Granada nach Cadiz zu hitchhiken. Und genau, ich habe auch schon in Cadiz einen Couchsurfing-Host gefunden und ich freue mich mega. Und ja, ihr werdet mich dabei begleiten. Genau, ja, ich check jetzt gleich von diesem schönen Hostel aus. Ist echt wunderschön und ja, hier habe ich geschlafen. Ja, super cozy. Und hier sieht es unten aus. Genau. Ja, ein bisschen sad bin ich schon, weil das echt ein richtig, richtig schöner Ort war, wo ich gerade bin. Und ja, aber vielleicht werde ich wiederkommen. Also, es steht auf jeden Fall in meiner Liste. Granada lohnt sich auf jeden Fall. Meine Reise geht los. Und ja, ich laufe jetzt 50 Minuten, oh mein Gott, zu einer Tankstelle und von dort aus werde ich dann hitchhiken. Ich bin richtig excited. Genau, 50 Minuten ist schon ein Stückchen, aber ich werde einfach ein paar Pausen machen und dann geht das schon. Aber ich habe echt viele Sachen dabei. Ich habe super viel Essen dabei, weil ich irgendwie viel zu viel vor ein paar Tagen gekauft habe und dachte, ich esse das alles. Ach ja, genau. 50 Minutes, yes. I don't think so. I like myself once I. So, ich habe jetzt die Hälfte geschafft. 25 Minuten und ich muss sagen, es wird schon manchmal ein bisschen schwer mit den ganzen Sachen. Aber ja, nur noch 25 Minuten und das schaffe ich easy. Ja, eigentlich ist es ganz entspannt, weil ich voll groß gefrühstückt habe. Und jetzt so ein bisschen Bewegung tut eigentlich ganz gut. Genau. Und es ist einfach nur geradeaus. Heißt, dass ich nicht mal Google Maps brauche. Eigentlich. Richtig nice. Ich habe, glaube ich, nach 10 oder 15 Minuten jemand gefunden. Der stand nämlich die ganze Zeit an der Tankstelle und ja, also ich habe echt nicht damit gerechnet, dass er mich mitnimmt. Und er meinte, dass er nach Madrid will, was ja eigentlich nicht auf dem Weg ist. Also er hat an der Tankstelle spontan entschieden, dass er nach Malaga fährt und Malaga liegt auf dem Weg. Ich war ja schon in Malaga für ein paar Tage und genau, ich bin richtig happy und er ist auch super, super nett und wir haben auch richtig gute Gespräche und genau, von Malaga schaue ich mal, wie ich nach Cadiz komme. Vielleicht nehme ich ein Blabbercar oder einen Bus oder so. Vielleicht hitchhike ich aber auch nach Malaga. Ich habe halt ein bisschen Zeit, denn ja, ich couchsurfe heute nämlich auch noch. Mega nice. Also heute ist wirklich ein sehr aufregender Tag. Genau, ich habe schon mal gecouchsurft, so für, also so dreimal, drei, viermal. Genau, aber ja, es ist schon ein bisschen länger her. Deswegen freue ich mich auch mega. Und genau, der Sebastian, der kommt auch aus Deutschland, bei dem übernachte ich heute. Und ja, der ist auch mega nett. Also wir haben halt ein bisschen geschrieben, einmal telefoniert und ja, klingt alles sehr gut. Und die Aussicht hier ist auch wunderschön. Schaut euch das mal an. Hello, es ist mittlerweile fast 3 und so nice. Das habe ich auch noch gar nicht erzählt. Der Driver hier heißt auch Alex. Und genau, er hat spontan entschieden nach Tenerife. Nein. No, sorry. Er hat spontan entschieden, nach Tarifa zu fahren. Und Tarifa ist noch näher an Cadiz. Also das ist so perfekt für mich, weil bis, also von, ich schau mal, wie weit es ist, von Tarifa nach Cadiz. Aber ich glaube, nicht so weit. Und genau, oh mein Gott, Leute, es ist hier so wunderschön. Genau, und wir fahren jetzt noch fast 2 Stunden. 136 Kilometer. Ja, ich schaue jetzt einmal
wie weit es von Tarifa nach Cadiz ist. Und ja, es ist so heiß hier im Auto. Oh mein Gott, ich schwitze so sehr. ja, aber ich esse gerade einen Apple. Okay, ich schaue mal nach. Okay, von Tarifa nach Cadiz sind es ja 1 Stunde und 15 Minuten. Ach, und da fährt auch ein Zug, ah ne, ein Bus hin. Also mega entspannt. Also wenn ich keinen BlaBlaCar finde oder auch nicht hitchhike, dann ja, nehme ich den Bus einfach. Und genau, oh mein Gott, ich freue mich. Bisher läuft alles echt richtig gut. Yeah, so, here I found someone. This Hello. is Alex. Do you want to introduce yourself a bit? Yeah, I'm Alex. I'm from Madrid. I was in Granada and I saw a girl with a sign or something. I didn't know what it says. I go like this. I go there and yeah, here we are, like on the way to Tarifa. Yes, yeah, so happy and so grateful. And yeah, it's amazing here. Like the nature and just the road, you know. Okay, Leute, ich bin in Tarifa angekommen und es ist mittlerweile 17 Uhr. Und ja, ich versuche jetzt irgendwie nach Cadiz zu kommen. Es sind noch ungefähr eine Stunde Autofahrt. Ja, mal gucken. Und ja, es ist bereits nach 5, also es wird so langsam dunkel. Ich glaube, um 6 geht die Sonne unter. Und in der Nacht, ja, würde ich nicht so gern hitchhiken. ja, I give my best. Wish me luck. Oh mein Gott, es ist so windig. Ja, ach so, ja, was ich euch sagen wollte. Ich stand halt am Straßenrand und dann kam so ein Mann zu mir. Hey, du musst auf die andere Straßenseite gehen. Und dann stand ich da und dann kam so eine deutsche Frau zu mir und hat mir halt so erzählt, oh mein Gott, der Spot hier ist gar nicht gut. Und hat mir dann einen Spot gezeigt, wo ich hin muss. Und jetzt laufe ich dahin. Im Notfall, ja, nehme ich hier ein Hostel, denn hier fahren echt keine Busse dahin und keine BlaBlaCars. Mal schauen. Angekommen und ja, die Busfahrt ging irgendwie 2 Stunden oder so oder ein bisschen länger. I don't know. Auf jeden Fall, ja, laufe ich hier jetzt ein bisschen rum. Ich bin einfach irgendwo ausgestiegen. Es sieht auf jeden Fall nach Stadt aus, aber ich habe nach veganen Restaurants geschaut und irgendwie sind alle so 2, 3 Kilometer entfernt, weil anscheinend dort das Zentrum ist, aber hier geht halt trotzdem auch schon voll viel ab. Deswegen, ich laufe jetzt einfach rum und suche nach einem Restaurant. Ja. Bye bye. Mein Gott, es ist so laut. Ich bin gerade auf dem Weg zum Couchsurfing-Haus. Oh, und ich bin so voll, so viel gegessen. Ich bin richtig müde und kaputt.